Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Railroads Online. Der liebe Chris ist jetzt mit mir dabei. Hi Chris. Einen wunderschönen guten Abend. In der letzten Episode sind wir ja hier mit den Balken nach oben gefahren. Wir müssen den Zug wieder runterbringen. Und währenddessen werden wir hier den Kohlezug auffüllen und ebenfalls mit runterschleppen. Beziehungsweise Chris wird uns ein bisschen Starthilfe geben, ein bisschen anschubsen, wenn es zu schwer wird, und es wird passieren. Chris, ich gebe dir hier die Lok Nummer 3. Mach dich mal bereit. Ja. Und ich ziehe mit meinem Zug erstmal vor, damit du in die Schleife reinfahren kannst. Achte natürlich auf die Weichen. Die kannst du nicht auffahren. Die müssen richtig gestellt sein. Ansonsten gibt es ein Desaster. Ja, warte, dann lass mich hier gleich mal gucken, dass die schon... sind sie nämlich noch nicht. Dann machen wir hier mal das Gleis frei, liebe Leute. Zieh mal vor. So... jetzt muss ich mich hier erst wieder ein bisschen einfinden. So, das heißt... ja. Ah, doch. Du hast überlegt, Auto zufahren. Schon mal bremsen, sonst wären wir hier zu schnell. Ja. Oh, das wird ein echt langer Zug. Also Verband. Ui, da machst du aber dann echt sanft ankuppeln, nachdem ich da in der Kurve drin stehe. Okay. Der steht. Ich werde dir jetzt noch nicht heiß machen, bis du fertig bist. Ich werde dir beim Laden helfen. So, jetzt erstmal wieder. Na komm, einsteigen. So. Also ich glaube, ich habe sie schon vorgeheizt. Eventuell muss ich ein bisschen nachwerfen. Ja, ich hab gerade schon ein bisschen. Die Weichen passen? Die eine Weiche hier vorne passt, die andere muss ich gleich gucken. Ich schau mal für dich, mal schaust du auf die Lok. Ich rolle mal. Die passt. Die, vorne hier, die passt. Die vorne passt. Ah, nein, die passt nicht. Halt. Okay, du kannst das mal vorziehen bis zu der Weiche hier. Also über die Weiche und dann anhalten und dann wieder zurück. Bei der darfst du nicht über 60% beim Regler gehen, sonst dreht sie durch. Mhm. Ja, das war die Zicke. Ja, so gesehen schon, ja. Ja, hier rausrangieren mache ich sowieso nur auf. Kannst anhalten. Auf 10%. So, wo sind wir denn? Du kannst eigentlich wieder zu mir kommen. Ja. Fenster zu machen, hier wird's kalt. Ein Moment, ich muss. Jetzt muss ich gerade noch mal bei meinen Einstellungen hier gucken. Irgendwas stimmt da noch nicht. Hier ist er noch angezogen, ja. So, jetzt müsste ich gleich was haben. Was hat er denn jetzt gemacht? Gott, was hat er denn jetzt? Alle Bremsen hier angezogen. Okay. Du kommst klar mit der Lok, oder? Ja, jetzt muss ich gerade... nur gucken, dass ich mit dem Spiel wieder klarkomme. Das will mich gerade so ein bisschen ärgern. Also mit F in die Lokomotive rein und dann hast du eigentlich eine GUI-Steuerung. Ja, das meine ich nicht. Ich mir das Fenster. So, jetzt nochmal. Nein, warum machst du mich denn klein?
Okay, mache ich doch anders. So. Während du das machst, kann ich mal die Schleife für dich richtig einstellen. Passt. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's raus. Okay. Da komm mal, Jung. Los mit dir. So. Moment. So, zurück. Freigabe ist erteilt. Ja, da bewegt sich was. Sehr gut. Ja, es bewegt sich so langsam. Ja, der hat einfach Kraft, aber ist einfach nicht schnell. Ja, ich würde sagen 50. Zwanzig. Zehn. Fünf. Vier. Drei. Geht noch. Zwei. Eins. Ist gut. Passt. So. Wenn wir mal ankuppeln. Und Bremsen lösen. Hast Freigabe. Kannst los. Jo, dann. Schau mal, dass alles gut ist. Wieder nach vorne. So, den los. Und, na, komm. Ja, alle kommen mit. Verband ist okay. Du kannst jetzt ja, mal schön in die Schleife reinfahren. So, 18% Schub. Damit geht das wunderbar. Also wie gesagt, 60 kannst du machen. Mhm. Also wäre nicht so, dass sie wahnsinnig schneller wird, aber es geht. Moinsen. So. Halbe Wagenlänge. Ah. Falsch. Wir wollen auf das andere Gleis, ne? Ja, ja. Drei Wagen noch. Zwei. Eins. Und kannst bremsen. So, ich stelle mich mal hinten auf den Wagen drauf. Kannst zurücksetzen. So. Und dann werden wir hier beladen. Alles okay von meiner Seite? Ja. Oh, jetzt gehen die FPS nach unten. Jetzt bin ich noch bei 20. So viel zum Performance-Patch hier. Was liegt aktuell an deinem Internet? Na, das ist jetzt das Spiel selber. Kannst du vom Gas runtergehen? Ja, ich lasse gerade schon noch rollen. Okay. So ein bisschen eingebremst. So. Nee, bremsen. Ah, okay. Also für Zukunft YouTube, sorry, wenn es ruckelt, aber es sollte spielen, ne? Bremsen. Voll rein. Hast du da nach vorne? Gib mir mal einen Meter. Oder nochmal nach hinten. Ja.
Ja, es passt. Okay, 137 auf 127 müssen wir runter. Das dauert jetzt ein bisschen. Jo. Wird, denke ich, da schon mal die Kupplung vorbereiten. Sehr gut. Oh, warum sind jetzt die FPS wieder so bescheiden? Das Spiel, ey. Fängt wieder von vorne an. Ja gut, hier ist auch gerade so ein bisschen im Gange. Ich überlege gerade, ob wir dann gleich, wenn ich hier dann genug Platz habe, die Lok einmal umsetzen. Also umdrehen. Ja, muss bei der nicht. Weil das sind zwei, also alle zwei Richtungen perfekt. Also gerade wegen der Kupplung. Da kannst du wieder in die Wagenlänge zurück und der Wagen ist voll hier. Jo, so. Also gib ganz leicht Gas und bremse erst, wenn ich dir sag. Ich gebe doch nicht mal Gas, der rollt von alleine. Ja, oder so. Wenn du schreist Stopp, dann gehe ich hier voll rein. Voll rein. Perfekt. So. Was kommen wir mit zwei hier? Da runter auf 117. Gut. Wobei, jetzt warte ich mal kurz auf die Animation, ob die auch voll wird. Das ging jetzt gerade ein bisschen arg schnell. Andererseits, Wagenlänge wieder nach hinten. Und stopp. Oh, die Bremsen sind schneller als gedacht. Halbe Wagenlänge. Und stopp. So, und den Schub noch öffnen. Okay. Moment. Gut. Wieder ein Wagen zurück. Ja, Sekunde, kommen wir schon. Weil das nachher, wenn wir da hinten sind. So. So drin und. Okay, sehr gut. Halbe Wagenlänge noch. Und Job. Passt. Komm.
Oh no, ich bin unten. Nochmal. Es ist ein bisschen schade, dass der nicht automatisch aufhört, wenn es voll ist. Das heißt, die ganze Kohle, die läuft dann über. Ja, ist aber auch schon in einer Episode passiert. Und heute hatte ich auch entsprechende Kommentare auf YouTube. Fand ich super. Aber ja, jetzt weiß ich, ob es besser geht. Kannst du mir deinen Wagen zurück? Ja, Sekunde. Bremse lösen. Also das ist Schöne, wenn du hier so eine leichte Neigung hast. Du machst einfach nur die Bremsen los und es rollt schon. Und stopp. Was ich auch gut finde. So. Passt noch? Naja, muss ein bisschen vorziehen. Also vielleicht so einen Meter. Was ich auch ganz gut finde, sie haben das mit dem Kupplungsspiel hier simuliert. Sprich, wenn du vorne beschleunigst und da aus erstmal ein bisschen Spannung hast, bis dann hinten erstmal es weitergeht. Das gleiche beim Bremsen. Ist gut, stopp. Okay. Gut, dann kannst du wieder eins nach hinten. Warum fahr ich jetzt nach vorne? Hallo? Und stopp. Sollte eigentlich reichen. Also trotz Performance Patch, ich bin bei zwischen 20 und 30 FPS. Vielleicht ist das noch nicht viel passiert. Und ich weiß, die FPS gehen nach unten, je mehr Wagen zusammenhängen, aber für die YouTube-Zuschauer, das ist nicht vielversprechend. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr passieren in der Performance. Man darf nicht vergessen, das Spiel ist ja immer noch Early Access. Ja, eh. Aber trotzdem mit der Performance müssen sie echt noch arbeiten. Weil gerade vorher, als ich mit dem Einzelzug hochgefahren bin, ging es ganz super. Und jetzt ist der Zug da zusammengehängt. Beziehungsweise die Lok hängt einfach dran. Und hab so einen Einbruch schon wieder. Kannst wieder nach hinten. Und natürlich User Guidance, gerade hier beim Beladen. Wenn du nicht weißt, dass hier nur 10 Einheiten reinpasst, dann fühlst du einfach extrem voll, bis die Animation oben ist. Stopp. So, kannst du wieder nach hinten? So. Und stopp.
Ja, das sollte passen. Wie geht's der Lok? Ist der noch heiß? Ja. Gleich hinten das Holz, was ich hierbei habe, das machen wir einmal nochmal komplett voll. Okay. Dann musst du nochmal ins Depot fahren. Okay, ja, wir sind ein gleich Wagen. Hier. Ja, da hinten hat das Depot. Also, da müsst ihr einfach nur abkuppeln. Und dann kannst du ins Depot reinfahren. Ja, letzter Wagen, Nummer 53. Ich werde dann gerade die Bremsen ablegen und dich abkuppeln und dann kannst du schon mal losfahren. Ist gut. Okay, so. Die Bremsen sind hier. Abkuppeln. Gut, kannst losfahren. Gut, so. So eine langsame Möhre macht so ein Riesengeräusch. Ja, die Übersetzung macht's halt. Na komm, ich fahr jetzt nochmal durch die Scheiße durch hier. Ey, mach das nicht, da passt du ewig lang. Bitte was? Mach dir nicht die ganze Schleife, da passt du lang. Ich werde dir gerade die Weichen stellen, dann kannst du gerade wieder zurücksetzen. Sekunde, wo ist die Bremse da? Ja, kannst du wieder zurückfahren. Und die ist hier noch falsch. Ja, also die ist echt langsam. Ich glaube, wir rennen schneller als diese Lok. Tun wir auch. Dafür hat sie extrem viel Kraft. Ja. Wie schaut's aus mit dem Wasser? Wie viel Liter hast du noch? Was sagt der mir hier an? ich finde die Anzeige auch immer geil. 2.783.929. Okay. Das glaube ich ist ein bisschen zu viel. Dezent. Also da könnten sie vielleicht auch nochmal dran arbeiten. Da können wir einmal ganz kurz über diesen wirklich sehr detaillierten Antrieb sprechen. Also, es ist schon geil gemacht. Oh ja, also die 3D-Modelle von den Loks, die sind echt klasse. Da kann man echt nichts sagen. Das ist aber echt so. Man läuft schneller, als wie die Lok fährt. So, ich will das dann noch eben auf. So, kannst stehen bleiben. Bist du wohl stehen? So. Ja, ich glaube, ich muss dann unten auch noch mal Wasser und Holz nachfassen. Aber zumindest den Weg runter, das sollte ich noch schaffen. Schauen wir kurz in die Lok rein, bis mit dem Wasser wirklich ist. 2,7. Okay, ja, das passt noch. Das schafft sie. Ja, mach mal den Stapel hinter dir. Oh, da wo ich gerade drauf stand.
Ja, okay. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja dann, zieh mal bitte nach vor. Kuppel wieder an. Und dann kuppel mal alles an den ersten Zug an. Und versuchen heil runterzukommen. Das war ein bisschen zu viel. Ja, jetzt bin ich wieder auf Null. So, jetzt. Willst du den Zug anführen? Ja, ich bin gerade ein bisschen zu beherzt angefahren. Nee, das war die Frage. Ob du den ganzen Zug dann anführen willst, sprich, ob du in der ersten Lok drin sein willst. Chris? So. Gut. Ja, ich muss gleich nochmal schnell meine Toneinstellung hier ändern. Weil Lok ist lauter als du. Ja gut, dann würde ich sagen, gehst du dann in die erste Lok rein und ich mache einen auf Bremser. Oh Gott. Jedes Versehen, du fährst runter und ich mache hinten den Bremser, weil dir wird ja eh dann runter sowieso nur mitgezogen in dem Sinne. Okay. Ja, ganz wie du bist. So. Sehr gut. Quatsch schon wieder zurück. Ja. Und dann wieder ankuppeln. Ja, jetzt gerade einen kleinen Moment eben. Wie gesagt. Ganz kurz nur den Ton hier anpassen. So. Okay, das sollte reichen und weiter geht's. Na, komm. Komm mal, Jung, Zeit ist Geld. Gib mir mal eine schnellere Lok. Ja, habe ich dir angeboten. Das ist die Lok vorne. Ja. Lass mal jetzt, dass ich mich hier wieder ein bisschen dran gewöhne. Da passt das hier schon. Braucht noch einen Meter. Ist gut. Da kannst du gerade weiter drücken, aber langsam. Ah, warte mal. Die Bremse, glaube ich, ist noch drin. Ja, ist sie. Okay, langsam nach hinten. Ja. Ja, gib mir noch einen Moment. So. Bei dem ersten Zug dürfen wir keinen großen Schubser geben. So. Ja. Angeschubst. Langsamer. Langsamer. So ist gut. Und bremsen. Passt. Du hängst dran. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bleibst erstmal auf 10% Bremse, damit der Zug ein bisschen gestretched wird. Und ich stelle gerade ein. Ja, passt so. Gut, passt. Ach,
Ich habe einmal Kupplungsabriss, das wäre es auch noch. Okay, ich lasse mal vorne die Bremse gehen, sprich, der Zug sollte sich dann erstmal dehnen. Oder der ganze Verband. Ja. Zieh ich dich schon? Ich mich schon mit. Ja. Ich bin doch 25% Bremse. Ja, lass mal so. Dann lass ich sie einfach mal laufen und du bremst. Oh, die Frames. Jetzt sind wir schon unter. Jetzt sind wir bei 19 FPS. So. So viel zum Performance-Patch. So, ich steige jetzt mal ein bisschen höher ein noch. Wie viel bremst du jetzt? Ich bin jetzt gerade auf 55. Von der Geschwindigkeit her aber okay. Alter, der ist. Der Kolm, der dreht ja gerade am Rad. Weniger bremsen. Weniger? Ja, weniger. Okay, 36. Dann gehen wir auf 20. Ja. Oh, das ist wieder ein Ruckel-Event, ey. Geschwindigkeit ist so okay. Das werden wir uns gleich sehen. Oh, warte, die ganze Zeit schon vorbei. Also für YouTube, ne? Mega-Züge sind im Stream kacke. Ah. Da gehen einfach die FPS nach unten. Ich sehe nur Wagen, ich sehe keine Lok. Finde ich auch geil. Okay. Ich sehe gerade, dass du in die Schleife einfährst. Ja. Ich werde gerade so rumgezogen. Da freuen sich die Bremsen. Die werden schön warm. Wenn du überlegst, das sind, glaube ich, noch Holzklotzbremsen. Ja. Das machen die nicht lange mit. Mm-mm. Pass auf, bald finden sie es noch ein, dass die Bremsen dann auch brennen können. Kannst du einmal die Bremse lösen? Ganz lösen. Ja. So rollt nur. Ja, ist gut. Jetzt muss ich gerade einmal hier. Ich schon mal ein bisschen auf. Ich gebe mal ein bisschen Schub. Und wir stehen. Oh, wir haben uns getrennt. Scheiße. Sofort anhalten. Ja. Warte. Liegt der automatisch. Oh, also nicht der Licht automatisch die Bremsen an, wenn ich hier. Scheiße, wir sind entgleist. Ja, da darfst nicht rausgehen, weil da machst du automatisch eine Vollbremsung. Super. Ah, shit. Okay, warte mal. Wir sind entgleist. No. Warte mal. Wo sind, ja. Warte, ich komme mal gerade mal. Oh, shit, was für ein Desaster. Hier kann nichts passieren. Ach, du lieb. Ja. Fuck. Also, deine Komposition ist noch okay. Alter, wie viele Wagen sind hier entgleist? Deswegen muss man mit den Bremsen so aufpassen. Scheiße. Okay,
Ich werde zurücksetzen und du ankoppeln. Wir werden das mal hintereinander da wieder hinstellen. Geh mal in die vorderste Lok, da wo ich drin war, bitte. Gibt das Kilometergeld? Nee. Schade. Ja, okay. Das ist dezent doof. Rutus. Nein, dauert ich nicht. So, da. So bin ich. Ich bin drin. Ja, dann mal langsam zurücksetzen. Dann mal alles wieder ankoppeln hier. Aber wirklich Piano. Mhm. Mach mal auf Schrittgeschwindigkeit. Ja, 5%. Hab ich gerade. Zu schwach sein ist zu schwach. 20. Also so 20 Meter hättest noch. Ja. Hier den Schub da richtig einstellen, das ist ja auch nicht gerade leicht. So, ich bin jetzt auf 15. Weiter. 3 Meter. 2 Meter. 1 Meter, Gas geben. Ja, habe ich. Und stopp. Sehr gut. Machen wir gerade den nächsten. Und wieder schieben. Ah, shit. Sekunde. Gut, jetzt nochmal so. Na komm, nicht verhungern. 2 Meter. 1 Meter. Ist gut. Und jetzt nach vorne, bitte. Mindestens eine Wagenlänge. Wobei... Ja, fahr erstmal nach vorne, aber langsam. Und den hier neu aufgleisen. So, gut. Und wieder zurück. Warte. Halt. Also Steuerung und. Gut, und jetzt. Ja. Hallo. Ist der noch heiß? Ja. Sehr gut. Langsamer. Au, das war fest. Aber klappt. Okay, mindestens 2 Wagenlänge wieder nach vorne. Okay, warte, machen wir so. Ah, mach 4 draus. Der sitzt nicht. Anhalten. Das könnte gerade passen. Wieder zurücksetzen. Langsam.
3, 2, 1. Ist gut. Passt. Wieder vorziehen. Eine Wagenlänge. Der ist eigentlich auf die Schienen. Die müssen wir nicht nur angucken. Da ist eigentlich nur noch der da. Anhalten. Cool, das hat so geklappt. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch der letzte. Zurücksetzen. Ist mehr Schub. Hier die Kupplung neu. Sehr gut. Meter hast du. Zehn. Fünf. Drei. Bremsen. Bis drauf. Gib noch mal einen Schubs. Du hast mich weiter drückt. Halber Meter. Meter. Gut, weiter drücken. Oh, warte, so. Meter, bremsen. Gut, wir sind wieder komplett. Sehr gut. Nice. Weißt du was, dann bleibst du jetzt erstmal vorne, dann gehe ich nach hinten. Mhm. Gut. So, du okay. Bist drauf. Ja, warte mal, ich schau mal kurz, bis der Lock geht. Fire Temperature 400, mal kurz nachlegen. Gut, ich bin drauf. Also auf gar keinen Fall lass der Lock rausgehen, ne? Wenn du sagst, du musst anhalten zum Nachlegen, dann lass uns gemeinsam langsam bremsen. Ja, warte, jetzt stehen wir eh noch. Dann hol dir. Direkt mal. Alter, Alter! Was ist denn jetzt los? So. So, jetzt hab ich. Oh no! Eine neue Version von meinen Railroads on Extended. Nee, brauche ich nicht. Bereit? Ja, ich lege hier gerade nach. Na, kann ich eigentlich auch noch machen. Ich bin bei 19. Ah, das hat jetzt nicht komplett genommen. So. Na, warum hat er das nicht? Also bevor du die Bremsen löst, sag's mir, weil ich will sie zuerst lösen. Okay, so. Also ich tue es jetzt langsam lösen, aber machst du bitte noch nicht. Okay, kannst du lösen? Ja, so. So, wir rollen jetzt einfach erstmal. Ja, ich rolle. Es geht jetzt hier kurz berg nach unten und dann geht's ab der Brücke wieder nach oben und dann wieder nach unten. Mhm. Bremst vielleicht mal ein bisschen. Also bei dem Zug wirklich mit Gefühl und langsam bremsen, in kleinen Stufen. Sehr gut.
was wir da lösen. Hier geht es ein bisschen berghoch wieder. Lass mal ganz wenig Gas geben. Ah, anhalten, sofort anhalten. Wir haben eine Entgleisung. Schon wieder. Shit. Ja. Was, dann fahren wir in getrennten Zügen. Das, glaube ich, macht mehr Sinn. Bei dir ist ein Wagen weg. Zieh vielleicht mal so 5 Meter vor. Okay, warte. Ja, shit. Fuck. Was machst denn du? Oh, das war jetzt nicht so gut. Ich bin auf der falschen Seite von der Mauer runter. Das ist los und ich bin zu klein. Ja, gut. Jetzt bin ich schon mal wieder auf den Zug drauf. Ich renne gerade nach vorne. Falscher Regler, den. Die Züge sind doof in dem Spiel. Okay, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich tue dich jetzt mal hier ankuppeln. Das passt. Na, holst du von selber? Ja, ganz langsam nach hinten, bitte. Warte, so. Zurück. Langsamer, langsamer, langsamer. Stopp, 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 stopp. Okay, Wagen ist wieder dran. Gut. Gut, fahr mal los, ich fahr dir hinterher. Okay. Auch wenn es bei mir ziemlich langsam wird. Ja, Lok ist gut. Hoffentlich machen wir keinen Auffahrunfall. Ja, das wär's auch noch. Ich glaube, die zwei Loks in der Mitte wären besser gewesen. Auch wenn es nicht realistisch wäre. Oder generell die schwere Last zuerst. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Das ist auch eigentlich das, wie man es macht. Schwere nach vorne und hinten dann die leichteren. Oh, das kann jetzt was werden, ey. Fährst mir jetzt einfach weg. Oh, hier geht schon wieder bergab. Ja, warte mal, nee, das dauert viel zu lang. Bleib mal stehen, ich fahr mit dir mit. Wir werden uns den Zug abschleppen. Also wir bringen erstmal deinen Zug zurück und dann schleppen wir den hier ab. Okay.
Wir könnten auch cheaten und die Lok umsetzen. Na, das machen wir nicht. Ich will ein bisschen realistisch hier sein. Scheiße, wie weit bist denn du schon vorgefahren? Ach, da bist du. Ich seh dich. Ja, die Lok ist einfach langsam. Warte. Ich stehe ja gerade, ich komme mal da hinten hin. Ja, nee, ich bin schon beim letzten Wagen. Kannst wieder losfahren. Ich bleib hinten drauf und tu mal beobachten, dass hier nichts abfällt. Mhm. Amerikanische Baukunst, hoffen wir das Beste. Also die Strecke jetzt vor dir, da kannst du verhältnismäßig schnell fahren. Die ist sauber gebaut. Da geht es eigentlich die ganze Zeit bergab dann. Aber nicht übertreiben davor. Na, gerade eben beschleunigt ein bisschen. Ich lasse sowieso jetzt erst rollen und wenn gleich wieder eine Steigung kommen sollte, dann muss ich nochmal nachfüllen. Boah, ist der Zug lang. Aber schön die Landschaft. Also das auf jeden Fall. Was heißt für meinen Streckenbau so bisher? Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, halbwegs nachvollziehbar, oder? Mhm. Die Lok Nummer 3, ich glaube, die ist nur zum Rangieren da oben gut, aber nicht für so Langstreckenfahrten. Also wenn du Holz brauchst, kann ich auch nach vorne laufen und für dich einlegen. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Müssen wir nicht ständig anhalten. Also wie viel Fuel hast du noch? Gerade null, aber hier geht es jetzt auch ein bisschen bergab, wenn ich es richtig sehe. Gut, dann lege ich mal nach. Was geht denn ja wieder nach oben? Ist gerade wieder runter. So, bin da. Soll das eigentlich wieder Fuel haben? Ja, 20. Uhr. Ja, ja, die verbraucht doch einiges. Und jetzt? Jetzt habe ich gerade 37. Bravura der Heizer. Ja. Und jetzt? 79. Okay, dann bist du fast wieder voll. 80. Geh mal wieder nach hinten hier. Oh no, oh no. Ja, ich glaube, ich habe gerade Blitzing gemacht. No, scheiße. Ah doch, alles gut. Alles in Ordnung? Ja, jetzt wieder. Okay. Steigt niemals vom fahrenden Zug ab. Nein, das kann böse enden. Und liebe Leute, in der Realität auch. Aber gut, bei den Zügen damals, also jetzt in dieser Geschwindigkeit, da ging das. Da ist ja nicht so viel passiert. Ich glaube, da hast du höchstens eine Prellung gekriegt bei der Geschwindigkeit. Außer es war da auf der Brücke, dann tat es vielleicht ein bisschen mehr weh. Ja.
stolpert Weihnachtslieder. Immer vor damals so ein Zugraub. Du wolltest den direkt vor einer Brücke eigentlich ausrauben und dann vom Zug runter, noch bevor der über die Brücke drüber kam. Ja, warst du da ein paar Minuten zu spät, bist du auf einmal in den Abgrund rein. Ja. Ihr kriegt mich nicht! Na gut, damals war das mit dem Zuganhalten noch einfach, nachdem die da so mit 20 Stundenkilometer gefahren sind. Mhm. Und trotzdem ist einiges passiert, also. Ja, je. Aber das reicht, dass du eine Postkutsche irgendwie auf die Schienen gestellt hast, weil der Lokführer hat ja schon meilenweit gesehen, dass da was ist. Und hat einfach angehalten. Ja, hat es ja nichts. Das ist einfach nur gerade Strecke. Ja, komm, mach mal ein schönes Pfeifsignal. Oh, du bist ein Gleis. Anhalten, anhalten, anhalten. Oh, scheiße. Oh, fuck, fuck, fuck. Wo ist die Bremse? Da. Du bist zu schnell. Ah, shit. Scheiße, scheiße. Ja. Ja, hier vorne jetzt auch. Fuck. Ach, nö. Die zweite Entgleisung. Fuck. Ja, und mein Tender ist auch gerade. Oh, shit. Das war jetzt aber Geschwindigkeit. Oh, hallo. No. Chris, was machst du? Wie, was mache ich? Ja, du warst der Lokführer. Ich hab nur aufpasst. Oh je, shit. Ja, liebe Leute, an der Stelle machen wir eine kurze Episodenpause. Geht gleich wieder weiter. Und dann räumen wir hier das mal auf. Also, bis gleich.